Ayo, was geht von der Ecke? Ich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 3. Das letzte Mal so stehen geblieben, weiter geht's. Wir sind jetzt hier am Start, meine Freunde, und ja, es geht weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Wir müssen jetzt mehr oder weniger das eine Gebiet noch erobern. Dann wären wir, glaube ich, auch durch mit dem Hasen. So wie es mir scheint, würde ich mal so sagen. Oh, ich muss mich erstmal nicht hinsetzen hier. Und dann, ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. So, dann gucken wir mal, wo hier die Gegner sind, die Schwänze. So. Salam alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum. Alaikum salam. Amulett zur Heilung haben wir. Das geht fit. So, jetzt sind wir hier angelangt. So, irgendwas mit EMP muss ich zerstören, glaube ich, stand da. Meine ich. Aber ich bin gespannt, was wir uns für Waffen anbieten. Da drüben! Da drüben! Schnappt sie euch! Oh! So macht man das in meiner Truppe. Stark. Was sie uns für Waffen anbieten, wenn wir das mit dem Pip-Boy geöffnet haben, das frage ich mich, was da so alles dabei ist. Och, du Scheiße, Cousin. Doch. Digga, hä? Warte mal. Ach so. Ja, warte, da kann ich doch hier irgendwo rüber. So hindurch. Wahrscheinlich auf die andere Seite zu kommen, so wie ich es mir glaube, ich denke. Oh, herrlich, ey. Korrekt, kurz mal aufladen. Wieder der Menik. Jetzt bin ich hier, okay. Hier kann ich gerade nicht runter. Ah, ich bin jetzt einfach eine Etage höher. Hier, Young. Okay, ich check schon. Warte, dann gehe ich lieber so runter. Aber ich verstehe nicht, wenn. Hä? Muss ich ganz woanders eventuell? Warte, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, ich bin einfach nur dämlich. Das kann auch sein. Was ist, wenn ich hier durchgehe? Okay, hier kann ich gar nicht durch. Dann was ist, wenn ich... Ich glaube, geradeaus pushen kann ich auch nicht, ne? Ja,
Also durch die Wegfindung, Alter. Wie kommst du jetzt an das Ziel? Ich hab da vorne alle. Es ist aber, glaube ich, trotzdem egal, ne? Warte mal, bin ich dumm, Digga? Wo ist denn jetzt hier rausgegangen? Aber das war doch vorher offen, haben die das jetzt zugemacht? Die haben das jetzt zugemacht, die Penner. Das ist doch scheiße, hä? Ich verpeile halt gerade neu was. Also das heißt, ich muss irgendwie da reinkommen und da irgendwie durch. Okay. Dann schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Wie gesagt, ich habe diese ganzen Missionen in meinem Leben noch nie gespielt. Ich habe allgemein Fallout 3 damals als Kind echt nicht viel gespielt und auch echt nicht weit. Dementsprechend alles, was ich jetzt hier sehe, ist einfach komplett blind. Also ich kenne das alles gar nicht. Okay, Digga, dann... Lass mich gucken, wo es denn hier weitergeht. Wie ich hier weiterkomme. Muss es doch irgendwie eine Tür geben und einen Eingang, der mir diesen Weg eröffnet. Es gibt halt nur eine Richtung, ne? Es gibt nur eine Richtung. Das ist hier und das war's. Kommst du uns nicht weiter? Kommst uns nicht weiter, Digga. Es geht gar nicht so, ich versteh's nicht. Versteh's echt nicht, Digga. Kein Plan. Absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was die von mir wollen und wie ich dahin muss. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Also wirklich so gar keine Ahnung, Digga. Weil es gibt ja keinen Weg nach draußen, Digga. Ich bin komplett ratlos, Bro, ich sag dir ehrlich. Ich bin maximal ratlos, maximal. Es gibt nichts, es gibt nichts. Die sagen, geh dahin, aber wie komme ich da durch? Die Frage stelle ich mir. In diesem Gebäude ist nichts, du kannst da nicht durch. Ist ja klar, aber wie denn, Digga? Die Schleusung kann ich auch nicht gehen. Hier komme ich auch nicht durch. Ich habe gar keine Ahnung. Also wirklich überhaupt keinen Plan. Nicht mal ansatzweise. Ist auch zu. Bruder, gar kein Plan, Digga. Warte mal kurz. So, ich glaube, wir müssen einfach hindurch. Einfach mitten hindurch, glaube ich. Entschuldigung. Das kann nicht sein. Meine ich. Wir müssen, glaube ich, einfach hindurch. Wir müssen einfach hindurch, meine Freunde. Einfach.
Fuß straight durch. Hier ist ein kleines Geschenk von Uncle Sam. Wenn wir das gemacht haben, dann sollte das funktionieren. So. Wir sind schon auf dem richtigen Weg, Alter. Wir sind schon auf dem richtigen Weg. So. Verpiss dich, ihr Drecksviecher. Aua. Schön. Wir hauen die weg, wir hauen die weg. Wir sind, glaube ich, auch kurz vom Finale der Nebenmission. Was ist denn hier los, Alter? Holy shit. Schön. Ist nicht mehr so weit. Dann können wir ein bisschen mit der Hauptstory fortfahren. Aber das DLC ist cool. Ist ja wie gesagt jetzt nur ein DLC. Sorry. Schön, schön, schön. Alles gut. Ah. Gebiet gesichert. Oh, herrlich. Verpiss dich, du Hund. Also, wir gehen mal so rüber. Oh mein Gott. Dieser Nuttensohn. Nice. Feind wird angegriffen. Geh kaputt. Geh kaputt. Feuer eröffnet. 41 HP. Oh, ich muss kurz. Kann ich Munition hier aufladen noch nebenbei? Ja, kann ich. Kann ich, kann ich, kann ich. Ich glaube, ich habe auch komplett die beschissenste Ausrüstung genommen, die man wählen kann. Sniper wäre besser gewesen. So. Ja, Bastard, was ist los, hä? Ich fick euch die Hunde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Schwänz mit den Flammenwerfern. Oh. Die Waffe ist halt so unpräzise, Digga. Ich mag diese AR gar nicht, die ist so scheiße. Geh weg. Geh weg. Hier zurück zum Graben, unbedingt Heilung holen, Alter. Beziehungsweise an der Stelle unbedingt erstmal Heilung holen, ganz wichtig. Sir. Wir sind da, perfekt. Irgendwie. Gut,
Nun sind wir beide auf uns alleine gestellt. Schalten wir jetzt dieses Impulsfeld aus. Frage, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das sind unsere Leute. Das ist okay. Er hat mein Bein gekrüppelt. Er hat mein Bein gekrüppelt. Chinesisches Impulsfeld. Ich glaube, da darf ich gar nicht rein. Scheiße, Mann. Hat mein Bein gekrüppelt, der Hurensohn. Gut. Nun sind wir beide auf uns alleine gestellt. Schalten wir jetzt dieses Impulsfeld aus. Das ist da vorne, ne? Aber... dann versuchen wir mal in Farbe und Bunt dahin zu gehen, ohne gegrillt zu werden. Das wäre nicht lustig. Schön hier an die Kante, genau. Guck mal, alter Schwede. Montgomery am Hauptquartier. Wir können jetzt angreifen. Schickt die Blechdosen rein. Perfekt. Sehr geil. Jetzt die Frage, wo sind die Männer? Wo sind die Männers? Okay, jetzt, die haben das komplett deaktiviert. Geil. Sehr geil. Nehmen das Schäppchen dann! Es ist vorbei, Jingwei. Erleben Sie. Jeppu Tushan! Wie der, glaube ich, agiert wie ein Endboss. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Jungs, Hilfe, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Komm schon. Komm, ist fast dumm. Komm noch ein bisschen. Yes. Das genügt, Soldat. Wegdrehen. Jawohl, Sir. Nun, da der General tot ist, können... Sie haben geholfen, da... Geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Ich hoffe schon. Yes, wir haben es geschafft. Perfekt. Diese Simulation haben Sie großartig bewältigt. Jetzt müssen Sie nur noch das Waffenhaus öffnen. Sie kriegen Ihren Anteil, wie abgemacht. Nehmen Sie, was Sie wollen. Falls unsere Unterlagen stimmen, ist mehr als genug für... Korrekt. Korrekt. Dann
im Vergleich zu dem, was die Einheimischen sonst so treiben. Na dann, danke. Den nehme ich auf jeden Fall. Raketenwerfer. Stimpack. Elektroschwert. Eine neue Waffe. Ohne MG. Ein Flammenwerfer. Kurz 300. Oh mein Gott, wie viel? Warte mal, Digga, warte kurz. Kleidung. Wo ist der Helm? Kurz Power-Rüstung. Warte mal. Kommen Sie nicht durch. Waffen. Was nehmen wir denn? Nein, ich werde nicht zulassen, dass Sie die Technologie. Wir sehen uns dann dort. Ausgestoßene! Wunderbar, der hat gesessen. Oh shit. Warte mal, warte mal. Ich will den Helm. Was brauche ich nicht? Was brauche ich nicht? Was brauche ich nicht? Warte mal. Das ist ein Gewicht von 20, ne? Irgendwelche Waffe, die ich nicht brauche? Die brauche ich nicht. Okay. So, wenigstens hier die Munition. Wenigstens hier die Munition mitgenommen. Den Minigun, kann ich die Waffe auch tragen und so? Ich habe so viel zum Verkaufen, halt, ne? Das ist das Problem. Ja, das ist geil. Was ist das hier? Ah, korrekt, das ist die Waffe.
Das ist korrekt. Okay, super. Ich habe jetzt aber... eine Powerfaust. Was ist eine Powerfaust, Digga? Ja, das braucht doch kein Mensch. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Wo ist hier der Ausgang? Ich meine hier, ne? So, dann nehmen wir uns mal hier die Plasmagewehr mal mit raus, falls es dazu kommen sollte, dass gewisse Gruppierungen sich mit mir anlegen wollen. Okay, perfekt. Wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. So. Oh, Raketenwerfer habe ich auch. Wie geil ist das denn? Okay, warte. Jetzt. Weltkarte. Ab zur Zitadelle. Lass mal ein bisschen was verticken. Jetzt haben wir auch diesen Originalanzug. Jetzt haben wir ihn auch endlich. Jetzt haben wir ihn auch endlich. Warte, wo sind hier? Hä? Da sind die Kollegen. Mhm. Jetzt geht's hier runter. So, dann haben wir hier einiges zu verkaufen. Einiges. Auch vieles, glaube ich, das wir reparieren müssen. Hier spricht der Quartier. So, Angebot. Okay, also jetzt pass auf. Waffen, was brauchen wir alles nicht? Die nicht. Das alles nicht. Polizeiknüppel, der Raketenwerfer will ich behalten. Schockschild will ich behalten. Das brauche ich nicht. Ja, um ehrlich zu sein, die Waffe brauche ich auch nicht. Pistole behalte ich mal. Flammenwerfer brauche ich nicht. Jetzt, okay, warte, hier ist... Stealthboy nutze ich selber eigentlich nie, Digga, sag ich dir ehrlich. Deshalb ist mir das relativ egal. Noch 300. Magnum-Munition. Weiß nicht, ob ich das brauche. Ich glaube nicht. Kannst du haben. Das brauche ich, das brauche ich. Brennstoff brauche ich auch nicht. Kannst du auch haben. Elektrozellen brauche ich. Ja, geht eigentlich, ne? Geben Sie mir Bescheid, wenn ich... Warte, Reparatur. Das Mittel wäre ganz gut. So eine Kampfflinte wäre nicht schlecht. Das wäre auch okay. Ja, das reicht schon. Jetzt habe ich mich um einiges erleichtert.
ne, haben wir uns einiges erleichtert, so dann gehe ich kurz mal ganz kurz, ach, die pennen schon alle. Als ob hier kein freies Bett ist, warte mal kurz. Das kann doch nicht wahr, ja gut. Lass mich ganz kurz hier einmal kurz nickern. So, jetzt, warte mal, da gibt's aber noch einiges wertvollen Stuff. War das der Posten? Guck mal hier. Zum Beispiel. Oder das hier. Gehen Sie jemand anderem auf die Nerven. Gehen Sie jemand anderem auf die Nerven. Ja, was sind das alles für Hurensöhne? Das ist ja schlimm. So, warte, jetzt gehe ich nochmal hier zurück. Ah, kann ich hier gar nicht. Ich kann hier gar nicht mehr rein. Ehrlich jetzt? Ich kann hier gar nicht mehr rein. Ja, das ist ja belastend. Schade, hätte ich mich gefreut. Ich hätte die Sachen gerne noch mitgenommen. Ja gut, hätte ich das so machen müssen. Warte, ich speichere mal, bevor ich es selber habe. Hätte ich das so machen müssen, dass ich halt, sage ich mal, ja, lieber zuerst Dings und dann, also alles raustragen, sozusagen das ganze Gewicht irgendwie rausrumpeln. Und dann alles auf den Boden schmeißen. Und dann, sag ich mal, nacheinander alles verkaufen. Weil da war halt so viel zum Verticken, Digga. Und Kronkorken sind halt einfach wichtig, man. Ja. Die Jagdflinte habe ich schon, ne? Ich habe irgendwas anderes aufgehoben. Genau das war's. Mhm. Der Gegenstand ist halt alles, ne? Aber da habe ich nicht noch eine Jagdflinte mit dazu genommen? Die ich nicht brauche? Ich glaube nicht. Ach, ist doch egal. Danke. Ist doch okay. Okay, alles klärchen. So. Wunderbar. Ach, das Game ist einfach pures Sucht, Digga. Und dann haben wir das. Dann, was haben wir noch für Missionen? Ja, das sind hier alles DLC-Fass-Missionen, ne? Warte mal, haben nicht die Typen gesagt, dass sie... Oh ne, komm, wir machen hier... Gehen wir mal der Hauptmission ein bisschen nach. Gehen wir es mal darüber. Macht aber nicht so viel Schaden, die Waffe, ne? 14 Damage. Au! Ja, gut.
Die macht zwar nicht so viel Schaden, Dicker. Aber Munition haben wir für die mehr als genug. Wir haben endlich diese Power-Rüstung, Digga. Da freue ich mich am meisten drauf. Ah, verpiss dich. So. Ab in die Welt, meine Freunde. Ab in die Welt. Das ist ja unfassbar hier. Das ist ja... Ey, was? Von wo? Von wo allem? Was willst du von meiner Coronis, hä? Was willst du von meiner Coronis? Bisschen Energiezellen, dies, das. Das ist doch cool. So. Da sind wir schon auf einem guten Weg. Wir müssen aber durch die Kanalisation durch, hat man mir gesagt. Also hat man ja. Hat man uns hier, sag ich mal, verraten, dass das ganz wichtig ist. So ist, glaube ich, auch nicht mehr lange. Wir sollten theoretisch auch bald das nächste Level haben. Ich würde dann auf jeden Fall ein bisschen mehr auf die Laserwaffe gehen. Das wird einfach mehr Damage machen. So, perfekt. Und dann einfach mal speichern. Das ist ganz wichtig. Das Ding ist halt, das Spiel hat nicht wirklich so eigene Checkpoints. Die Checkpoints musst du dir halt alleine setzen. Warte, mich interessiert mal Status. Radioaktiv geht's uns gut. Stahlresistent plus 25, die ist das. Ichi Stufe 10, uns fehlen noch. Ach, Digga, nicht mal viel. Ja, was ist Energiewaffe? Das ist 35. Ja, das ist, da muss er hier auf ein bisschen auf 50 oder so. Die ganzen Extras, die wir haben. Getötete Leute, Kreaturen. Vorbild. .308, okay. Da weiß ich Bescheid. Jetzt wollen wir uns da Muni kaufen, also ich weiß, welcher Typ Munition ich kaufen muss für die Sniper. Für die Sniper ist eigentlich eine voll geile Waffe. Wir sind fast da. Ich will die schon mitnehmen. Weil... Ja, auf die Kuh zu schlachten, du Hurensohn. Ich fick dich, ja. Ein paar IPs nimmst du mit, Digga, weil da kannst du dich halt, sag ich mal, schneller steigern. Das ist ganz cool.
Aha. Warte, guck mal da. Da ist ein Tunnel. Ab geht's, Junge. Rein in die Vault. Rein ins Verderben. Halt! Keinen einzigen Schritt weiter, sonst werden wir Ihnen Ihren verdammten Schädel vom Hals pusten. Sie sind groß und ich habe keine großen Freunde. Sie gehen besser wieder da raus, wo sie reingekommen sind. Da würde ich nicht hinwollen. Da wohnen nämlich die Monster. Wir wissen mittlerweile, wie wir sie uns vom Hals halten können. Wahrscheinlich besser als sie. Die großen Monster da. Die, die irgendwie wie Menschen aussehen, aber wo irgendwie nichts zusammenstimmt. Ja, ich kenne den Weg. Er führt durch Little Lamplight und Sie können nicht durch Little Lamplight. Suchen Sie sich einen anderen Weg, Mungo. Sie kommen hier ganz bestimmt nicht rein. Kein Zutritt für Mungos. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich habe keinen Grund dazu. Mit euch Mungos hat man nur Scherereien. Ich werde nicht zulassen, dass das, was mit Sammy passiert ist, noch anderen passiert. Die beiden und Penny haben sich schnappen lassen. Von Mungos wie ihnen. Das waren Sklavenhändler aus Paradise Falls. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen aufpassen. Aber die dummen Kinder wollten nicht auf mich hören. Würden sie das wirklich tun? Wenn sie sie zurückbringen, lasse ich sie vielleicht rein. Ja, schon gut. Warte. Verschwinden Sie! Darf ich reinkommen? Was ist das für... Da! Wir wissen! Ja! Ich hab ihn doch schon... Okay, das geht nicht. Sie glauben wohl, ich bin blöd oder... Das ist Little Lamplight. Mhm. Warum sollte ich Ihnen was erzählen? Digga. Ich bin MacCready. Ich bin der Chef. Ja, du bist der Schwanz. So, die Frage ist jetzt. Warte. Aufgaben. Warte, ich glaube, ich rette erstmal den Jungen. Und dann glaube ich, kann ich, oder? Allahu Akbar, warte kurz. Machen wir erstmal so. Dann komme ich. Genau. Bin ich schneller dort, Digga, bevor ich jetzt hier 900 Meter latschen muss, Alter. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja. Was ist eigentlich hier Max Level? Weiß ich gar nicht. Das Game ist wirklich richtig geil, Digga. Fallout 3 ist unfassbar. Unglaublich geiles Game. Auch ein Spiel, wo ich wirklich sage, Digga, dass ich seit langem wieder richtig krass Bock habe auf so ein langes Game. Gut, ich glaube, es kommt darauf an, wie man es zockt. Also wenn du wirklich alles sehen willst und alles machen willst, hast du schon so deine 70, 80 Stunden, glaube ich. Aber wenn du, glaube ich, nur Story durchhaben willst, bist du so bei 10, 50 Stunden. Es kommt da wirklich immer drauf an, so, okay, wie spielst du das Game? Das ist so der Punkt. Weg mit dem Schädel, du Mango. So. Guck mal, wir haben ein neues Gebiet entdeckt und wir haben ein Level erhöht. Perfekt, also wir gehen hier auf jeden Fall auf die
Boah, wie viel, Digga? Energiewaffen zu? Ich weiß nicht, bestimmt ihre... Ihre Pistole im Lasergewehr, Plasmagewehr und der Plasmapistole, ja genau. So. Ja, mit Extra erhalten sie weitere Schadresistenz. Das ist gut, Härte ist gut. Da können wir mehr nehmen. Eine Homo. So. Stirb, ja, Maniac. Ihr Krüppelkinder, Alter. So, sind gleich da, Digga. Sind gleich da, sind gleich da. Gleich. Dann haben wir... Ihr Penner. Wo wollt ihr denn hin, ihr Schwänze? Wo wollen die denn hin, hä? Mann, die haben sich einfach verpisst. Digga. Ja, okay, soll mir recht sein. Ey, guck mal da vorne, Digga, was ist das für ein Dingens? Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt kommen die wieder zurück hier, Hunde. Warte, gib noch mal ein bisschen hier. So. Sehr schön, sehr schön. Fantastico. Dann gucken wir mal, wo wer ist. Und dann gucken wir mal, was die so treiben. Hier komme ich auf jeden Fall nirgendwo rein. Das heißt es schon, das heißt, ich muss irgendwie von der anderen Seite. 49 Minuten, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch ein paar Minütchen haben wir noch. Ja, 60 Minuten, Digga, in dem Game, das vergeht so schnell, das ist unfassbar. Nochmal von der anderen Seite. Bei manchen Games, Digga, sind so 55 bis 60 Minuten richtig schwer zu erreichen für mich so. Weil das Game mir entweder nicht so krass bockt oder dass es mir zu stressig ist. Aber bei Fallout sind 60 Minuten so gar nichts, Alter. Bei so großen Rollenspiel, da brauchst du einfach Zeit. Das sind Spiele, die sind sehr zeitintensiv. Digga, wo ist denn hier der Eingang, Alter? Willst du mich verarschen? Ja, guck dir das an, hier ist alles gesperrt. Wie soll ich denn hier rein, Dicker? Erzähl's mir mal.
Bitte. Ich will was kaufen, was hast du? Meine Sammlung qualitativ hochwertiger Problemlöser an. Das Steampack nehme ich auf jeden Fall mit. Diagramm Rösti, was ist denn? Was ist das? Ein weiterer zufriedener Kunde. Was ist ein Diagramm Rösti? Was ist das? Auf einer Werbung ist ein Motorrad-Benzintank, Zündflamme. Ah, geil, Digga. Okay, komm, nehmen wir mit. Stopp! In Paradise Falls hat keiner was zu suchen, es sei denn, er treibt Sklavenhandel. Und ich entscheide, was Sklavenhandel ist und was nicht. Wollen Sie mich verarschen? Sie haben noch nie von Paradise Falls gehört? Kommen Sie direkt aus der Vault oder was? Da wohnen die Sklavenhändler. Wir verkaufen dort die Sklaven, die wir im Ödland aufgabeln. Und? Interesse am Kauf oder Verkauf? Wenn nicht, dann ciao. Ach ja? Nun, wenn es Ihnen nicht passt, können Sie ja weitermarschieren. So einfach ist das. Haben Sie sonst noch was? Warte. Ja, okay, Klugscheißer. Sie werden schon sehen, wo Sie damit... Vielleicht lässt sich was machen, aber billig wird's nicht sein. Wenn ich für Sie bürge und Sie vermasseln's... Ich denke... Lassen Sie mich rein. Suchen Sie Ärger. Ich brauche... Vielleicht kann ich Sie gebrauchen. Glauben Sie, Yuli G. Jones ein paar Handelsgüter besorgen zu können? Könnte Ihr Ticket nach... Aha. Na, fuck, Digga, ich hätte... Ja, scheiße, warte kurz. Warte kurz, Digga. Ach. Wie weit bin ich da weg? Okay, geht. Eine Sekunde. So, ich hab jetzt 500 gezahlt. Herrgott, mir ist so scheißverdammt langweilig. Heute ist aber schon rein gar nichts los. Immer das Gleiche. Ist Ihnen irgendwann mal nicht langweilig? Und dann gucken wir mal, ne, dass wir die Kollegen herausholen. Wir schaffen es. Oh Gott, Sie müssen uns helfen. Holen Sie uns hier raus. Was gibt's da zu glotzen? Sie müssen uns helfen. Warte. Hey, Finger weg von dem Kind. Bin beschäftigt, also verpisst. Sie müssen uns helfen. Ja, warte. Hände weg von der Ware. Wie kann ich das Kind jetzt befreien? Um was geht's? Ich glaube nicht, dass ich Ihren Kadaver mit dem übrigen Fleisch in den Stall werfen werde. So, warte mal. Aha, da vorne. Gefordert Schlüssel. Hey, Sie! Mit wem habe ich die Ehre? Wieso sollte ich... Sie haben...
Was auch immer der Plan ist, sie müssen diese Halsbänder deaktivieren. Sie haben gesehen, was mit den... Ich muss diese Halsbänder deaktivieren. Also, befreien... Wieso sollte ich... Ich... Können sie nicht einfach alle erschießen? Naja, ich meine, Squirrel glaubt, er kann in den Computer hier einsteigen und die Halsbänder abschalten. Squirrel kennt sich mit Computern aus. Sie... Warten Sie einen Moment, ich hole Squirrel. Okay, komm, hol ihn mal. Hey, da ist der Mungo. Red mit ihm. Sie sind der Mungo, der uns helfen wird. Sammy meint, Sie wollen den Plan wissen. Hören Sie also gut zu, denn es ist ein guter Plan. Mann, Sie sind echt ein Gut, Sie machen Folgendes. Sie schleichen in das Zimmer des Chefs, steigen in sein Terminal ein und verbinden dieses Terminal hier mit dem Netzwerk. Glauben Sie, dass Sie das... Ich habe Ihnen ja gesagt, das Teil steht im Zimmer des Chefs. Oh Mann. Im S-Bahn. Also Sie sollten jetzt entweder gut im Reparieren sein oder schleunigst lernen, wie man ein Terminal bedient. Okay. Dann gucken wir mal, ne? Ich hoffe, ich krieg das hin, Digga. Tja, wie die da alle hängen. Ein Opfer kann ich auch einfach alle abknallen, das geht schon. Nee, das ist es nicht, oder? Warte mal kurz. Clover, diese Diskussion hatten wir bereits. Du bleibst die ganze Zeit über. Was ist das hier? Sofort. Wissenschaft 50. Es tut mir so leid. Solltet ihr auch verdammt nochmal leid tun. Wenn ich was sage, hörst du gefälligst zu. Eigentlich sollte ich nicht mal den Mund aufmachen müssen. Bitte verzeih mir, Papa. Wird nicht wieder vorkommen. Sag mir nur, was... Wo, Wackelpuppe. Limited Wackelpuppe? Was ich tun soll. Alles, was du willst. Ich tue alles. Clover, bleib drin. Okay, warte mal. Da wird's den Schlüssel von dem einen geklaut. Ich sag's zum letzten Mal. Es reicht. Bitte. Nein. Ich bin nicht schuld. Ich schwör's. Das war der letzte Fehler, kleiner Barkeeper. Hier drüben! Wo? Oh mein Gott, der hat ihn einfach getötet. Er hat einfach gekillt, Digga. Oder warte mal, entweder ist oder das. Aber... Ja, die Nuffe muss ich halt alle abknallen, ne? Weil ich hab da... Also, befreien... Können Sie nicht einfach... Hey, Mungo, wir kommen hier raus. Mungo. Was ist ich weiß. Mungo? Ist das Terminal schon... Oh Mann, seid ihr Mungos denn zu gar nichts zu gebrauchen? Ich bin ein... Also wenn sie es nicht schaffen, haben wir noch eine andere Möglichkeit. Dafür müsste sogar ihre beschränkte Im S-Bereich an der Wand gibt es eine Verteilerdose. Stecken Sie ein paar Kabel um und die Sache ist geritzt. Also Sie sollten jetzt entweder gut im Reparieren sein oder schleunigst lernen, wie man... Sie sind wirklich nicht... Ich sagte Ihnen bereits... Okay... Also entweder muss ich gut reparieren sein oder... Ah, Digga, es ist immer so eine Sache. Das ist so eine Sache, Digga.
Wie viel fehlt mir noch bis zum nächsten Level? Ja, viel, Digga. Reparieren wisst ihr, aber ja gut, weder das eine noch das andere hätte bei mir funktioniert, Digga. Weil ich bin halt absolut kein Computerexperte. Solltet ihr auch verdammt nochmal leid. Sie möchten sicher gerne bei uns. Wir. Gut. Sie haben ein paar Kinder und ich will sie haben. Sie wollen sie haben? Fantastisch. Sie werden ihre Freude. Nun, ich dachte da an 500 Kronkorken für die Kleinsten. Sammy und Penny, glaub. Aber der andere, Squirrel, der Kleine hat was auf dem Kasten. Ganz wie Sie wünschen. Mm. Klar hab ich schon mal dran gedacht. Kinder erzielen einen Mordspreis bei Käufern, die langfristige Investitionen. Das Problem ist nur, die Kleinen hier zu behalten, bis ein Käufer gefunden ist. Digga. Digga, scheiße. Ich glaube. Ich glaube, da gibt's. Wir können an diesem Ort nicht warten. Warum nicht? Warte mal kurz. Hilfe. So. Ich versuch mal was. Alter. Oh! Hey, was ist los? Oh. Hast wohl kein Blut sehen? Ja, knall einfach alle ab, Digga. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh, die nehmen aber viele Slots, ne? Weil kann ich mich heilen? Also ganz kurz, nein, das geht die Scheiße, Mann. Hätte ich jetzt gebraucht. Hier drüben. Scheiße. Oh shit. So, warte, Hilfe. Mal so. Schaden wir mal so. Komm. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Da knallen wir einfach alle, weil das sind eh Hunde, Digga. Weißt du, ich meine so, das sind eh alles Hunde.
gefährlich sind. Deshalb ist es eigentlich eh komplett scheißegal, ob wir die töten oder nicht. Wir sind doch safe noch mehr, Digga, von diesen Hurensöhnen. Von diesen dreckigen Bastarden. Wo ist dieser Schwanz, der meine Kronkorken hat? Ist er das? Wer von denen hat meine Kronkorken? Wo ist mein Geld hin? Scheiße, Mann. Ich hab meine Kronkorken nicht mehr, verdammte Kacke. Da hätte ich schon von Anfang an alle töten müssen. Diese Bastarde. Alles Hunde. So, wer will noch, hä? Klinik, hier sind safe auch noch ein paar Gegner. Sie sehen echt übel aus. Steampacks 20. Danke. Wie wär's, mal die Augen aufzumachen? Warte mal. Ja, komm, kurz eine Stunde. Okay. Wunderbar. Wo? Ah, der Hammernuttensohn. Okay, super. Jetzt die Frage. Sie haben sich um das Tor gekümmert, oder? Erschießen Sie ein paar. Perfekt, gute Kinder. So. Es ist so schrecklich. Oh mein Gott, das Tor ist offen. Laufen Sie. Hilfe. Bitte. Hey, wollen Sie was? Das hat. Oh, hat. Was? Hey, komm. Was gibt's? Das Tor ist offen. Das so. Kommt, verpiss dich. Was ist Toilette, Digga? Was ist in der Toilette? So. Ist das die Toilette? Ja, warte kurz eine Stunde. Ja, jetzt können wir raus hier. Also das Tor ist offen. Alles ein Tor, dann machen wir es halt auf die Tour, ne? Wenn es halt nicht anders geht, dann.
ringen wir halt alle um. Ja, warte, dann will ich mir aber noch das Geld zurückholen. Was die Penner mir schulden. Ja, scheiße, Digga. Ja, ich trage wieder zu viel. Gewicht 20. Ja. Ist doch egal, komm. Reicht so. Reicht so. Warte mal, kann ich... Die Kinder sind noch da, ne? Halleluja. Wo sind die Kids? Digga, bin ich dumm? Müsste, glaube ich, da vorne irgendwo sein. Naja, da sind sie. Mann! Von hier aus schaffen wir es alleine, kein Problem. Aber Sie müssen aufpassen. Diese Sklavenhalter-Ärsche werden... Verzeihung. 990 EP. Wenn Sie nach Little Lamplight kommen, sage ich dem Bürgermeister, dass Sie in Ordnung Vorsicht. Sind. Vorsicht! Dann lässt er Wenn Sie rein. Wenn Sie jemals nach okay. Little Lamplight kommen, richten Sie schöne Grüße aus. Okay, ja, Cousin. Ja, ja, kein Stress. Das habe ich auch die Scheiße gemacht. Little Lamplight, so. Wie viele P brauche ich noch, bis ich Dings hab? Noch 100 irgendwas, okay. Alles klar. So, dann war das aber geschafft. Obwohl, ne, warte, ich will kurz verkaufen gehen. Ich will kurz verkaufen gehen. Das ist Weltkarte, ne? Nicht Megaton. Die Zitadelle. So. Oh, diese Schnellreisefunktion, das ist so geil. Vor allem PC, Digga. Also ohne Witz, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es auf SSD installiert oder auf HDD. Ich glaube, ich müsste es auf SSD installiert haben. Es ist so schnell. Es ist so unglaublich schnell, ist der Wahnsinn. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Aber das freut mich doch. Ich find's geil, dass es so schnell ist. Das kannst du auf Xbox halt vergessen. Was ist? Roboter reparieren? Da ist gar nichts mit Schnelligkeit. Warte, wo ist jetzt hier der... Ich glaube hier was. Armory. Hier spricht der Quartiermann. Nein. Hier spricht der Quartiermann. Die hat nur 332 raus. Warte, lass mich mal kurz was gucken. Mhm. Warte, 0,
Das ist Sniper-Mune. Okay. Ein weiterer zufrieden. Super, dann haben wir hier wenigstens ein bisschen was an Kronkorken zurück. Okay, speichern. Insofern, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Kaffee. Jetzt bei 1 Stunde 16. Ich würde sagen, das reicht für die Folge alle Male. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 3. Bis dahin, checkt die Bitte für die Zwiebeln und haut rein.